Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zur Tyranny. Ja, erstmal die Himmelskappe, die wir gerade gekriegt haben, verstauen. Weinende Wunde, Zweihandschwert, aber sie hat jetzt den Kriegshammer, der ist Meisterwerk und das Ding ist nur ausgezeichnet, gut. Jo. Okay, gucken wir doch mal kurz, was wir an Questen haben. Eine Fahndung der Archonten, der Bronzedieb. Ja, Zwillingsfluss. Dort müssen wir nach Retomon suchen. Und auch Sandro töten. Und irgendwann in den abtrünnigen Sumpf. Jo. Right. Also verlassen wir erstmal Lithians Kreuzung. Ja, die Geschmähten salutieren noch vor mir. Und wir geben uns von hier aus zum Zwillingsfluss, der ist ja nicht mal weit weg. Hilf uns. Hilf uns, wir sind natürlich völlig erschöpft. Und mit verpeilt, weit aufgerissenen Augen rennt ein Bruderschaftskrieger auf dich zu, vor den Geräuschen der Schlacht geht, zu den Waffen. Tut mir leid, aber es wird noch schlimmer. Dann verteidige dich, ehrenloser Abschau. Müde und zitternd nimmt der Soldat Kampfhaltung und hält seine Waffe bereit. Muss das sein? It'll take more than that. Felt nothing. Ich kann mich also nicht einfach bei der Borste Bruderschaft einschreiben. Ein hat Waffen plus null. Das ist auch gut. Ja. Okay, hier müssen wir etwas vorsichtiger sein. Genau, weil hier alles explodiert. Lass uns mal kurz zurückfallen. Und heilen Beric. Wer halt tötet im Schatten? Okay. Beric, lenk mal alle auf dich. Während wir darauf warten, dass bei Lathry alles regeneriert. So. Fall before me! Gut. Die Aktion ging ja gerade noch mal gut. I got it. Ich wollte mich eigentlich nicht unbedingt jetzt noch direkter zum Freund der Bronzenen Bruderschaft machen. Aber ich hatte wohl keine Wahl. Durch das Gebüsch gehen. Hier ist nämlich ein Secret Lager. Standhaftes Abzeichen. Achso, nee, das hier. Knorrwurzenband. Ist wieder so ein Regenerationsgegenstand. Für
App oder Sirene. Übrigens hat mich Steam ein bisschen gespoilert. Wir haben unsere gesamten Gruppenmitglieder, die wir im Hauptspiel haben können. Und ja, ich sag Hauptspiel, weil ich habe die DLCs halt nicht. Jetzt zusammen. Ich habe nämlich das Steam Achievement gekriegt. So, über den Fluss. Da ist was versteckt. Ein Eisenbarren. Metallflocken liegen um das Lagerfeuer herum und du siehst eine Zange, wie sie Eisengebunde verwenden. Es sieht so aus, als ob das Lagerfeuer einen verlassen und die Zange vergessen wurde. Spuren in der Nähe führen zum Eingang der Altmauern. Eisenstiefel. Nehmen wir mal mit. Rastvorräte können wir gerade nicht gebrauchen. Hier liegt noch was rum. Armschienen der brausenden Bruderschaft. Was ist hier drin? Wasser. Another battle. Oh, der hat uns aber schnell entdeckt. Das war schnell. Leichte bronzene Stiefel. Die Ehrfurchtgebiete im Rohr ragt steil über die über den Flüssen empor so hoch, dass ihr Ende für bloße Augen nicht mehr zu erkennen ist. Okay, bevor wir uns jetzt wieder ultimativ in die Schlacht stürzen. As you come. I got it. Take more than that. Pay attention, kids. You might learn something. Well, be you dent. Wer war well, be kennt ihr? A strong strike. Okay. Tötet im Schatten klingt, kriegt gerade wieder ordentlich was ab. New dent. New dent. Strong strike. Ja. Still ein Hauch ist weg. Wir müssen mal Beric heilen, bevor der eine dritte Wunde kriegt. Was verursachen die Wunden bei Beric eigentlich jetzt? Nur minus 20% Gesundheit. Velby hebt eine Hand und blickt auf den Boden, kniet zu dir auf. Ich gebe auf, Schicksalsbinder. Dieser Kampf ist mein Leben nicht wert. Du hast gewonnen. Ihr Atem ist schnell und rastelnd. Wo ist Retterborn? Er muss aufgehalten werden. Das ist nicht deine Sorge, Schicksalsbinder. Ich bin vielleicht nicht mit ihm einverstanden, was Retterborn tut, aber ich lasse nicht zu, dass jemand sich einmischt und meine Probleme für mich löst. Er wird aufgehalten werden, aber ich bin es, die ihn aufhalten wird. Nicht meine Sorge, er gefährdet eine ganze Stadt. Das ist weit mehr als nur eine interne Angelegenheit der Bruderschaft. Du bist offensichtlich nicht in der Lage, ihn aufzuhalten. Ich erledige das und du sag mir, wo er ist oder du wirst es bereuen. Nehmen wir das Erste. Baby starrt dich einige Augenblicke lang an, bevor sie schließlich geschlagen zusammensackt. Du hast recht, Retomon hat sich in den Altbau eingesperrt und Myrek hat den einzigen anderen Schlüssel mitgenommen. Ich kann die Tore nicht für dich öffnen, du brauchst den Schlüsselstein. Sie verzieht
Das Gesicht umfasst sich an die Seite, als sie ihre Hand wiederhebt, ist sie rot. Und wo ist Myrek? Baby, sollst du schütteln den Kopf. Es tut mir leid, Retomon. Ich wollte dich retten, auch wenn ich wusste, dass ich es nicht kann. Sie blickt zu dir auf, blass und zittert. Myrek ist in den abtrünnigen Sumpf gegangen. Er wollte noch mehr unsere Bruderschaft wiederherbringen, damit wir uns neu sammeln können. Sie hustet. Blutstropfen landen auf dem Boden vor ihr. Oh, das ist wohl nicht gut. Sie fällt vorne über auf den Boden. Tot. Ja. Die Bruderschaft hasst uns. On it. Da können wir hochklettern, theoretisch. Wir können aber auch erstmal uns alles schnappen, was wir hier so finden. Ne? Und mal hier hochklettern. Sandro, du bist verliert Jans Kreuzung, okay. Bleib zurück, ich bin bewaffnet. Der Mann ist verschwitzt und in zusammengestückelte Lederflicken gekleidet. Er musste dich von oben bis unten und entspannt sich etwas, als er deinen Gesichtsausdruck sieht. Lass mich bitte in Frieden, ich bin krank und will einfach nur in Frieden gelassen werden. Ich möchte jetzt mit niemandem sprechen. Du scheinst nervös zu sein, nicht krank. In der Tat, ich hatte es nicht mehr aus. Ich dachte, ich würde mich daran gewöhnen, Menschen sterben zu sehen. Aber die Bruderschaft mit ihren Plünderungen, da ist kein Ende in Sicht. Er tritt in die Luft, seine Hände spielen nervös mit seiner Halskette, während er besorgt von einem Fuß auf den anderen tritt. Ich will im Moment einfach weg von den Leuten der Kreuzung. Für einen Söldner der Bossen Bruderschaft bist du ein bisschen merkwürdig angezogen. Er sieht an seiner Kleidung herunter. Ich bin eigentlich kein Bruderschaftssoldat. Er hält einen Moment inne und beurteilt deine Reaktion. Einen anderen Weg habe ich nicht gesehen, um dem das Indians Kreuz zu entkommen. Der versuchte mich zu finden. Ich dachte, es wäre das Beste, mich als Bruderschaftssoldat zu verkleiden und ihn zu folgen. Ich fand einen toten Bruder und zog mir einen Teil seiner Rüstung an. Ich hatte eigentlich keine Zeit herauszufinden, wie genau man sie anlegt, aber es hat genug geklappt, um von hier zu entkommen. Ich weiß, dass du Deas Frau getötet hast. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Ich würde niemals. Seine Lippen bewegen sich, aber entkommt kein Wort aus seinem Mund, als er einen Schritt zurücktritt. Das ist eine Lüge. Seine Augen springen zwischen allen möglichen Fluchtwegen hin und her. Berichte mir deine Seite der Geschichte. Wenn du unschuldig bist, hast du nichts zu befürchten. Einen Moment lang sieht es aus, als würde er es durchziehen und sich an dir vorbeidringen wollen. Dann lässt er sich mit einem Schrei auf die Knie fallen. Bitte, schluchzt er, ich habe nichts getan. Kyros Zorn soll mich treffen, wenn ich lüge, erzählt er erbärmlich. Ich habe Federa nicht getötet, es war... Sie war es, Deja. Du hast gesehen, wie Federa starb? Das werde ich nicht vergessen, egal wie sehr ich es versuche. Er wischt sich ein Auge, sein Körper zittert. Deja war es, ich habe gesehen, wie sie ihre eigene Frau umgebracht hat. Er atmet tief und die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Es geschah während der letzten Plünderung, als die Briganten angriffen. Warum trägst du dann ihre Halskette? Er berührt das einfache türkisfarbene Medaillon an seinem Hals. Die gehört mir. Federa hat sie vor 10 Jahren in Arden für mich gekauft. Sandro blickt sich um. Hat der dir erzählt, dass wir Federas Halskette? Das ist absurd. Die Halskette ist ein Symbol für die Freundschaft, die Federa und mich verband. Warum sollte der ihre eigene Frau umbringen? Wer soll ich das wissen? Der war niemals glücklich mit ihr und sie mochte es auch nicht, dass Federa und ich Freunde waren. Federa hätte sie niemals heiraten sollen. Ich sagte Federa, dass es eine schlechte Idee wäre, aber sie wollte einfach nicht auf mich hören und jetzt ist sie tot. Wenn du und Federa befreundet waren, warum sollte dich der dann verleugnen? Er atmet tief ein, weil ich Federa davon abhielt, der zu heiraten und dafür hat sie mich seit jeher gehasst. Federa und ich waren
seit unserer Kindheit befreundet. Wir hatten uns versprochen, immer ehrlich zueinander zu sein, selbst wenn es weh täte. Als Fedra in die Bastardstadt zog, blieb ich in Letians Kreuzzug zurück, um für sie ein Auge auf die Lage vor Ort zu behalten.